in dieser Disziplin wegzuschnappen. Aber fährt Linz Yvonne hier unter die besten 15, holt sich also Punkte, dann ist die Sache ohnehin zu ihren Gunsten gelaufen. Und die Vorstellung gestern bei dem Frühlingsschnee, wie sie da oben allen um die Ohren gefahren ist, das ist ein Meisterleistung sondergleichen gewesen. Greift da wieder voll an. Keine weiteren Fragen. Und sucht immer gerade Hockey. Stöcke unter die Arme, aerodynamisch, über den Poserweg. Sehr viel Zug in dieser Fahrt. ...97 km/h. Wow, kurz angehängt. Aber der Vorsprung ist riesig. Wie schon gestern. Und wenn man jetzt die Geschwindigkeit von vorne könnte interpretieren, dann kann sie da noch mal mehr Geschwindigkeit mitnehmen. Muss also schneller sein bei der nächsten Zwischenzeit. Oh, Achtung! Oh, oh, da ist viel weg. Sehr viel Tempo weg. 1,22, eigentlich ein Riesenvorsprung, aber das reicht nicht. Linz Yvonne zurück auf Rang 5. Das heißt, sie gewinnt die Kugel im Super-G trotz dieses Missgeschicks, aber die Jagd auf den Rekord von Hermann Mayer, die geht weiter. Diesen Rekord knackt sie heute nicht. Ja, mir würde ich sagen, einmal leicht überdreht, ein kleiner Feuchtigkeitsfehler und schon schnell ist es passiert. Wir haben das am Morgen gesehen beim Beat Feuz. Das kann einfach der weltbeste Skifahrer immer wieder passieren. Ja, und der